muss mich zunächst einmal gegen die Formulierung Ihre Tagung wenden. Dafür waren viel zu viele, vor allen Dingen ehrenamtlich Tätige, mitbeteiligt, als ich diesen Anspruch erheben könnte. Natürlich steht man ziemlich vorne dran und kriegt Kritik und auch Lob mit. Und ich kann sagen, gemessen an der Rückmeldung durch viele Teilnehmer, gemessen an der Rückmeldung durch meine Kollegen, finde ich, können wir sehr zufrieden sein. Aber wir können uns die Frage auch selbst stellen. Was ist die Aufgabe der GDNA? Wie definieren wir das? Und ist die Versammlung als letzten Endes unser wichtigstes Format dem gerecht geworden? Themen von Naturwissenschaft, Technik und Medizin gehen jeden an. Wir glauben aber, dass wir das in einer Gesamtschau behandeln müssen und wir glauben, dass wir das in die Öffentlichkeit transportieren müssen. Das sind die drei Aufträge und ich finde, denen sind wir gut gerecht geworden. Nämlich die Grenzflächen zwischen den Gebieten zu sehen, denn da ist, wo die Spannung liegt, und auf der anderen Seite aber auch zu erreichen, dass die Informationsvermittlung auf hohem Niveau, aber fasslich passiert. Warum ich zögere, ist eben diese Gefahr des Selbstlobes. Aber weil ich mir im Vorfeld einen Haufen Sorgen gemacht habe, wird dies klappen, was kann da schieflaufen, deshalb beantworte ich Ihre Frage sehr leicht hin, ja, ich bin zufrieden.